Sascha für Mobile Geeks. Ich bin gerade bei Motorola und kann mir jetzt endlich das neue Moto X anschauen. Ja, das heißt nicht Moto X Plus oder Plus 1 oder hast du nicht gesehen? Das ist das neue Moto X. Was mir sofort auffällt, wir haben drei Varianten hier, aber da reden wir gleich drüber. Ich packe die mal eben kurz zur Seite und dann konzentrieren wir uns auf die hier. Erstmal 5,2 Inch Full HD Display. Da ist es eine Ecke größer geworden. Und mal ganz ehrlich, das erinnert optisch von vorne so ein bisschen ans LG G2. Ihr habt diese extrem dünnen Ränder. Das gefällt mir unheimlich gut. Das heißt, obwohl ihr ein 5,2 Incher habt, ihr könnt sehen, ich habe jetzt nicht übermäßig große Hände, ja, aber ich kann hier mit dem Daumen überall hinkommen. Okay, hier unten wird es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem gefällt mir das sehr gut. Wiegt auch nur 144 Gramm. Ich kann euch leider nicht sagen, wie dick oder wie dünn es ist, aber lasst uns mal ums Gerät drumherum gehen. Wir haben hier den An- und Ausschalter, die Lautstärkeregelung. Hier unten haben wir dann entsprechend den Micro-USB-Anschluss. Da haben wir nichts. Und dann hier den Anschluss für euer Headset. Hinten dann eine 13-Megapixel-Kamera, die wirklich schicke Fotos macht. Und vorne haben wir eine 2-Megapixel-Kamera. Es basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 801, also ein Quad-Core. Der ist getaktet mit 2,5 GHz. 2 GB internen Speicher von dem Gerät. Und dann gibt es Varianten mit 16 und 32 GB, die leider nicht aufgerüstet werden können. Das geht los übrigens bei 499 Euro. Und dann gibt es Varianten, aber das zeige ich euch gleich. Wie sieht das aus mit dem Android? Ihr habt hier wirklich ein Vanilla-Experience, also ein pures Android. Und ihr seht auch gleich, da läuft KitKat 4.4.4 drauf. Und in der Vergangenheit haben wir schon gesehen, dass Motorola extrem schnell war, hier die neuesten Android-Varianten aufzuspielen over the air. Ganz ehrlich, das ist eins, glaube ich, der schönsten Android-Handsets, die ich jemals in meinen Händen gehalten habe. Ja, es gibt ein HTC One M8, aber ehrlich, das gefällt mir sogar hier noch ein bisschen besser. Es ist kompakter. Ich finde, es ist vom Design, von der Front einfach schöner, weil ihr habt hier fast nur Bildschirm. Nochmal, es erinnert mich ganz, ganz stark ans LG G2. Jetzt habe ich euch von verschiedenen Varianten erzählt und die möchte ich euch ganz gerne zeigen. Ich drehe das mal hier um. Das ist ganz normal Plastik. Aber dann haben wir hier einmal Bambus. Und dann haben wir hier einmal Leder. Wenn ihr das sehen könnt, anfassen könntet, die Ledervariante ist ehrlich gesagt sowas von geil. Da gibt es auch verschiedene Versionen von insgesamt fünf verschiedene. Und da komme ich vor allen Dingen dann gleich mal zu einer neuen Ankündigung von Motorola. Der Moto Maker wird nach den USA zuerst in Deutschland starten. Das heißt, ihr habt den Moto Maker, ihr könnt auf die Seite gehen und das komplett anpassen, wie ihr es haben wollt. 499 Euro geht es los. Beim Moto Maker gibt es ja die ersten Varianten ab 529 Euro. Ihr kriegt also auch für 499 Euro die Bambus-Variante oder die Leder-Variante. Ihr müsst dann nicht auf Plastik gehen. Das ist euch dann komplett freigestellt. Extrem spannendes Gerät, toller Eindruck, erster Eindruck hier vom neuen Motorola X. Ich freue mich schon drauf, das gute Stück dann in den Testbericht zu bekommen. Ich möchte natürlich wissen, wie es mit der Akkulaufzeit aus und vor allen Dingen, wenn ich dann selber mal ein bisschen Fotos schießen kann, damit rumlaufen kann, wie geht es damit weiter. Übrigens, Performance, da Antutu habe ich gerade laufen lassen, 44.323. Sascha für Mobile Geeks. Ich bin gerade bei Motorola und kann mir jetzt endlich das neue Moto X anschauen. Ja, das heißt nicht Moto X Plus oder Plus 1 oder hast du nicht gesehen? Das ist das neue Moto X. Was mir sofort auffällt, wir haben drei Varianten hier, aber da reden wir gleich drüber. Ich packe die mal eben kurz zur Seite und dann konzentrieren wir uns auf die hier. Erstmal 5,2 Inch Full HD Display. Da ist es eine Ecke größer geworden. Und mal ganz ehrlich, das erinnert optisch von vorne so ein bisschen ans LG G2. Ihr habt diese extrem dünnen Ränder. Das gefällt mir unheimlich gut. Das heißt, obwohl ihr ein 5,2 Inch habt, ihr könnt sehen, ich habe jetzt nicht übermäßig große Hände, ja, aber ich kann hier mit dem Daumen überall hinkommen. Okay, hier unten wird es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem gefällt mir das sehr gut. Wiegt auch nur 144 Gramm. Ich kann euch leider nicht sagen, wie dick oder wie dünn es ist, aber lasst uns mal ums Gerät drumherum gehen. Wir haben hier den An- und Ausschalter, die Lautstärkeregelung. Hier unten haben wir dann entsprechend den Micro-USB-Anschluss. Da haben wir nichts. Und dann hier den Anschluss für euer Headset. Hinten dann eine 13-Megapixel-Kamera, die wirklich schicke Fotos macht. Und vorne haben wir eine 2-Megapixel-Kamera. Es basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 801, also ein Quad-Core. Der ist getaktet mit 2,5 GHz. 2 GB internen Speicher von dem Gerät und dann